18, 19 bei der 36, 20 bei der 18, 95, 95, 100, 46, 48, 22, 24, 24 bei der 201, 24. Schnäppchenjagd mit Spaßfaktor. Rund 50 vollgepackte Koffer, 35 Kinderwagen und jede Menge elektronische Kleingeräte warten am Hannover Airport auf neue Besitzer. Da ist nicht nur die richtige Taktik gefragt, sondern auch eine gezielte Vorbesichtigung des großen Angebots. Ja, man muss ja gucken, was alles im Programm ist. Meine Frau braucht einen bunten Koffer und mein Sohn hätte gern Zippo. Vom Äußeren eines Koffers auf seinen Inhalt schließen? Genau das ist der Reiz der Kofferauktion. Und es gibt auch schon Favoriten. Ja, also die 42 hat hier bestimmt jeder Zweite, der hier stand, schon einmal auf seinen Zettel geschrieben. Weil der so eine lustige Farbe hat und weil alle denken, gehört einem Girlie und es sitzt bestimmt Barbie drin oder so. Und dann wird es langsam ernst. Das Terminal C ist gut gefüllt. Ein Auktionsgegenstand nach dem anderen wird vom herrenlosen Fundstück zum neuen, nicht immer ganz passenden Besitz. Doch der Spaß steht hier an erster Stelle. Nein! Oh, original verpackt! Guckt ihr das an? Nein! Oh, in Glitzer, hier von Drogerieartikeln über Elektroartikel, alles Mögliche. Breite Mischung. Es ging um den Spaß. Gucken wir, was wir mit solchen schicken Schuhen noch machen. Ne? Bei manchen Gegenständen ist mit etwas Fachkenntnis und einem glücklichen Händchen auch ein richtiges Schnäppchen zu machen. Ja, 800 Watt Batteriesystem, kostet im Internet ungefähr 250 bis 300 Euro. Für 34. Insgesamt werden Fundstücke in Höhe von 11.818 Euro versteigert. Und dieses Geld wird vom Hannover Airport und der TuiFly an den Verein Gegenwind e.V. gespendet. Der Verein engagiert sich gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Wir sind angewiesen auf Spenden, damit wir diese wertvolle Arbeit leisten können und sind immer wieder auf der Suche nach Einrichtungen, die bereit sind, für die Arbeit gegen den sexuellen Missbrauch für uns zu spenden, eine Aktion durchzuführen, von der wir dann profitieren. Das sichert uns im Grunde genommen für einen gewissen Zeitraum die Finanzierung und darum geht es uns. Viele Koffer werden von ihren neuen Besitzern erst zu Hause geöffnet. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich ebenfalls für einen guten Zweck einmal auf die Jagd nach Schnäppchen und Überraschungspaketen zu machen, die nächste Auktion am Hannover Airport kommt bestimmt.